Moin Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Retro Blind. Heute mit Folge 7, Part 2, die Schokoinsel. Einen Augenblick, ich muss einmal den Controller aktivieren. So, jetzt geht's auch mit Controller. Part 2, beim letzten Mal waren wir ein bisschen, ja, langsam unterwegs, möchte ich sagen. Lange unterwegs, trifft es besser. Ja, jetzt werden wir mal schauen, ob wir die Schokoinseln heute abgeschlossen bekommen. Ja, das wird so eine entspannte Folge werden, hoffe ich mal. Ne, den Zwischenboss, den haben wir, oder das Zwischenschloss, das haben wir ja schon. Okay. Das geht gut los. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Hier hoch schon mal nicht. Dann müssen wir wieder runter. Boah, wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee, dann fällt es ja runter. So, das nehmen wir mal mit. Vielleicht komme ich da gleich noch rein. Ach, vielleicht komme ich hierher. Okay. Ah, easy. Hier war doch noch ein Leben. Da ist noch ein Leben. Immerhin Pilz. Was uns nicht so viel bringt, wenn wir da unten in die... Ist das jetzt Schokolade hier, wenn da Schokolade, die Schokoladeninseln sind? Fragen über Fragen. Oh, hi Maulwurf. Cooler Typ. Also sollen wir wirklich da oben reingehen? Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir das tun, dass hier wieder Skill, Captain Skill zuschlägt. Okay, da gehe ich nicht um rein. Ich glaube, ich muss da oben rein, oder? Ne, ich komme da rüber. Komme ich, ne? Ja, klar. Ach so, hier unser Friend. Na komm. Dann nicht. So, easy. Also je nachdem, wie lange das hier dauert heute, werden wir wahrscheinlich... oh, Yoshi. Werden wir das eine Level in der Star Road machen, wie angekündigt. Oh, das tue ich nicht, damit würde ich mich selbst töten. So. Ist ja schon wieder so ein... Ah, ne. Wusste ich. Wo der auch immer herkommt. Oh, Glücksspiel. Und? Da sind wir dabei. Jawohl, war klar. Ernsthaft? Leute, Leute, Leute. Ich hab's noch gesagt beim letzten Mal. Digga. Ich schwöre dir, es ist falsch. Nicht? Boah. Ja, läuft. Erstes Mal was gewonnen. Letztes Mal was gewonnen. Wahrscheinlich. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo reinkommen. Wobei, wir haben ja damit tendenziell keine guten Erfahrungen gemacht, irgendwo reinzugehen, ne? Schon schwierig. Ich meine, wir haben den Yoshi. Den können wir notfalls auch opfern.
aber tierschutzmäßig ist es auch so eine schwierige Sache, ne? Ich kann ja nicht einfach alle hier töten. Oh, ey, echt jetzt? Okay, ich habe nichts gesagt. Oh! Was ist denn los mit denen hier? Können die nicht rennen? Genau. So. Auch easy. Also der Plan ist es, Yoshi nicht so oft zu töten. Sagen wir, wie es ist. Ja, war schön mit dir, Yoshi. Leider musst du draußen warten. Und ich werde dich nie wiedersehen. Da wirst du wohl geklaut. Grand Theft Yoshi. Ja, genau. Ha! Skill. Alles gar kein Problem. Immer schön locker bleiben. Kriegen wir alles hin. Boah. Das sieht ein bisschen aus, als wenn die nur im Hintergrund laufen würden. Ich will es aber nicht ausprobieren. Läuft gerade so gut. Ach so, okay. Das ist sehr gut. Das hat mich viel weitergebracht. Ach so. Ihn hier. Boah. Junge, läuft hier. Nicht schlimm, ich habe mir gerade gedacht, hätte ich ihn vielleicht einfach aktivieren sollen. Na, guck mal. Auch ein bisschen unnötig, den Pilz zu nehmen. Aber der wird ja automatisch aktiviert. Ja, passiert. Ey. Hab ich nicht gemacht. Er war direkt daneben an. Ah, guck mal, Yoshi ist noch da. Na komm. Okay, Hitbox sein Vater. Das wird ein längeres Spiel werden. Oh, das war, glaube ich, keine gute Idee. Easy! Ey, ob ich ein Pflegefall bin. Ich wollte Pflegefall sagen. Ich bin ein bisschen deppert, wie man in Österreich sagt. Meine Güte. Bis dahin lief es ja ganz gut, ne? Okay, das mache ich diesmal nicht.
weiß nicht, ob ich der ist, glaube ich, zu langsam zum Überspringen, oder? Nein! Easy! Klar. Ho! Junge. Jetzt bitte nur noch ein einfacher Boss und dann... Haben wir so einen nicht schon mal? Nice. Vier Leben noch? Das kriegen wir. Bestimmt, hoffe ich. Ich weiß gar nicht, also so schwierig ist es ja, glaube ich, nicht, ne? Ja. Es ist auch nicht so schwierig, auf dieser Plattform zu bleiben, glaube ich. Ja. So. Boah, ich war schon beim Endboss. Ich hätte einfach easy going, easy snack, dies, das, Ananas. Ganz entspannt, ganz auf ruhig das machen können. Aber nein. So. Sehr schön. Mal gucken, wer jetzt hier weggesprengt wird. Achso, er macht sauber. Was macht er der? Ach, er löscht es, ja. Ja. Sieht fast so aus, so professionell wie ich mit Photoshop. So entstehen die Submails. Ja. So. Safe? Ja, aber das werden wir jetzt nicht machen. Wir werden jetzt nochmal zurückgehen. Ich weiß nicht, ob ich das gleich auch noch so gut finde, diese Idee. Wir werden jetzt zur Star Road zurückgehen.
Weil die haben wir ja vor, ich glaube, vor 2 Folgen auch nicht so richtig zu Ende gemacht. Wir haben, glaube ich, nur mal reingeguckt, beziehungsweise haben uns einmal nur die Map angeguckt. Aber das war es dann auch schon fast. Genau. So, das klingt schon mal gar nicht nervig. Und roter Yoshi. Ich weiß nicht, ob ich meinen roten Yoshi genommen hätte. Also, ich mag auch grün, aber... Naja. Eigentlich mag ich jetzt erstmal überhaupt irgendeinen Yoshi, ne? Habt ihr gedacht, ne? Ich will mir jetzt hier der neue Pro. Ich war in der Volkshochschule Super Mario. Retro-Konsolen spielen. Für Dummies. Was macht das da unten? Ich will es gar nicht wissen. Will ich da oben rein? Ja, natürlich. Ja, ich war auch noch nicht so oft da. In diesem Kurs der Volkshochschule. Wo wir über das Thema Hitboxen gesprochen haben, muss ich Kreide holen. Und deswegen kommt das manchmal so ein bisschen zustande mit diesen Hitboxen. Jawohl. Easy. So, schön, dass wir das gemacht haben. Keine Ahnung, was das bringt. Man sieht ja auch niemals, dass man was gemacht hat. Wir wurden auch nicht gefragt, ob wir das speichern wollen. Aber so kann man, glaube ich, nicht speichern, ne? Man kann das nur in solchen Schlüsselmomenten. Ah, guck mal. Das ist ja praktisch. Das ist genau meins. Ja, wunderbar. Ja, ich würde sagen, dass wir wieder einen normalen Tonus haben. Machen wir heute eine etwas kürzere Folge. Ja, knapp 19 Minuten. Aber ich glaube, das reicht auch. Wir haben jetzt hier unsere Level geschafft. Sind mit der Welt 6, mit der Schokoinsel-Welt fertig. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal ja, das Wrack da oben an. In dem Sinne, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Sagt mir, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt, was man vielleicht anders machen kann. Genau. Dann würde ich sagen, bis später.